Ist dir schon mal aufgefallen, dass sich in dem Wort Trauma bedeutet ja Verletzung, dass sich in dem Wort Trauma das Wort Traum verbirgt? Wie du aus deinem Trauma, aus deiner Verletzung einen Traum kreieren kannst, darum geht es in diesem Video. Schön, dass du wieder da bist. Ich bin Wienke Ursula Schulenburg und Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du unten in der Beschreibung. Vom Trauma zum Traum. Im eigenen Trauma einen Traum finden. Ist das jetzt irgendwie hohles Gelabere und schön Gequatsche? Oder ist da was Wahres dran? Und glaub mir, ich weiß, wenn man gerade Trauma frisch erleben musste, wenn man gerade in den Tiefen seiner Seele rumgräbt und in den intensiven Phasen der Aufarbeitung ist, da kann einen so ein Satz schon ganz schön gegen den Strich gehen. Dann kommt dann irgendjemand daher und sagt, naja, in deinem Trauma, also in deinem essentiellen Schmerz, da versteckt sich auch ein Traum. Und ich verstehe diese Empörung und kann sie nachvollziehen, denn ich habe selbst solche Gefühle gehabt. Und gleichzeitig kannst du aber auch innehalten und mal gucken, ob in dir irgendein Teil in Resonanz damit geht und Hoffnung daraus schöpft. Und vielleicht sogar einen Funken Gewissheit in dir entdecken, der sagt, ganz genau das. So war es nämlich bei mir. Als jemand genau diesen Satz zu mir gesagt hat, vor vielen, vielen Jahren mit Anfang 20, da hat ein Teil in mir rebelliert und ein anderer Teil, meine Seele, hat gesagt, ja, ganz genau das. Und du hast immer die Entscheidung, an welchem Teil du dich festhältst und welcher Stimme du zuhören, welcher Stimme du lauschen willst. In meiner Arbeit als Life-Coach und auch als Ausbilderin begegnet mir die Frage immer wieder, hey, was ist denn meine Mission? Was ist denn meine Berufung? Ne? Was ist so mein Ding? Und hier wird vielfach überall gesucht, in allen Lebensbereichen, nur nicht da, wo das Geschenk wirklich liegt. Und hier will ich einen Bogen schlagen zu dem Trauma und dem Traum. Denn vielleicht suchst du deinen Traum verständlicherweise überall, nur nicht da, wo das Trauma ist. Ganz klar, oder? Wer hat schon Lust, in dem dieser riesen Güllegrube, in diesem riesen Misthaufen nach Goldstücken zu suchen? Da sagt man doch lieber Klappe auf und alles weg, oder? Was wäre, wenn genau dort, wo es am dunkelsten ist, am schmerzhaftesten ist, am ätzendsten ist, was wäre, wenn genau dort die Geschenke liegen würden, deine Träume vergraben liegen? Und was wäre, wenn der Weg zu diesen Träumen, zu der Verwirklichung, zu dem Erleben dieser Träume nicht an der Verletzung vorbeiführt, sondern durch sie hindurch? Der Weg führt durch die Verletzung. Ich habe in meiner Biografie, auf meinem Lebensweg immer wieder gedacht, ich muss irgendwie was erfinden oder entdecken, erschaffen, was irgendwie außerhalb meines Schmerzfeldes liegt. Weil Schmerzfeld ist ja nun nicht wirklich irgendwie cool und sexy und wer hat schon Bock da drauf? Da bin ich ganz ehrlich. Ich habe immer irgendwie wieder versucht, was Neues zu finden und das, was aber wirklich funktioniert, ist das, wofür ich mich am meisten geschämt habe, was ich am weitesten irgendwie von mir wegdrängen wollte, wozu ich eigentlich Nein sagen wollte. Guck mal, ob du für dich greifen kannst, was deine Verletzung ist. Pick dir vielleicht eine raus. Und dann stell dir mal die Frage, was wäre, wenn ich genau daraus eine Mission kreieren kann? Einer meiner Lieblingssätze, von der Misere zur Mission. Und wenn diese Mission zu deiner Berufung wird und aus dieser Berufung ganz viel Lebensfreude entsteht, ganz viel Erfolg auch entsteht, ein Traum, ein Lebenstraum. Ich hätte phasenweise nie gedacht, dass ich öffentlich über das Thema sexualisierte Gewalterfahrung sprechen würde, das thematisieren würde und ich hätte nie gedacht, dass Menschen sich dafür interessieren würden.
Aber die Realität gibt mir recht, denn Menschen schauen sich meine Videos an. Sie lieben auch meinen Greater-Auftritt, der zum Thema sexualisierte Gewalterfahrung, also der das thematisiert. Die Menschen lieben meine Kurse und meine Bücher. Und da rede ich nicht über Rosenzüchten, sondern letztendlich immer wieder in der einen oder anderen Form über mein Schicksal, über die Verletzung und vor allen Dingen natürlich auch den Weg daraus. Was wäre also, wenn du aus deiner Misere, aus deinen Verletzungen, aus deinen schwierigen Erfahrungen ebenfalls eine Mission kreieren könntest? Was wäre, wenn Menschen sich genau dafür interessieren? Was wäre, wenn du in dir Antikörper trägst, die du entwickelt hast beim Überwinden deiner Themen, deiner Schwierigkeiten und Probleme und diese Antikörper genau von den Menschen gebraucht werden, die noch mitten im Krankheitsprozess stecken? Wie das alles praktisch geht, zum Beispiel auch, indem du einen richtigen Beruf um das ganze Feld kreierst, deine Expertise weitergibst, Menschen berätst. Ich tue das zum Beispiel in meiner Ausbildung Meistere dein Leben, werde Life Coach. Und als Life Coach kannst du genau deine persönlichen Erfahrungen, in welchem Lebensbereich auch immer, einbringen und die Goldstücke und Nuggets, die du für dich daraus gewinnen und kreieren konntest, an andere Menschen weitergeben bzw. ihnen dabei helfen, selbst diesen Weg zu gehen. Meine Ausbildung wird, und darauf bin ich ganz besonders stolz und freue mich darüber, unterstützt als Maßnahme der Linderung von Traumafolgen vom Fonds sexueller Missbrauch bei uns in Deutschland. Wir können nur mehr Menschen helfen und erreichen, wenn wir mehr Aufmerksamkeit haben. Und diese Aufmerksamkeit, die kreiert man, die kannst du kreieren, durch ein Like oder auch durch ein Abonnieren dieses Kanals. Zugleich wirst du somit Teil dieser Community, die liebevoll, wertschätzend und aufbauend miteinander umgeht. Und solltest du jemanden kennen, von dem du glaubst, dass genau diese Info für ihn oder für sie wichtig sein könnte, dann sei mutig und teile dieses Video gerne. Reich einem anderen Menschen die Hand. Sei Brückenbauer oder Brückenbauerin. Und weißt du, was du damit bist? Damit bist du schon, zumindest nach meinem Verständnis, ein Life Coach.